Faszination und Grauen liegen häufig nah beieinander. So, Leute, kommt mit rein. Wenn der Sauerstoff sinkt, kriegen wir das ja sonst nicht mit. Die Location aus dem Zweiten Weltkrieg forderte beim Erbau das Leben vieler tausend Menschen. Falls irgendwelche Angriffe, nuklear, atomar, was auch immer gab. Ein riesiges unterirdisches Labyrinth wartet darauf, erkundet zu werden. Wenn alles klappt, erwarten uns bis zu 13 Kilometer, ihr habt richtig gehört, 13 Kilometer Stollensystem. Seid wieder mit dabei auf einer Reise ins Ungewisse. 1 Milliarde in Banknoten lag einfach genau hier an dem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Das ist irgendwie schon ein bisschen krank. Leute, das ist der Beweis, dass die Geschichte, die erstmal irgendwie ziemlich kurios klingt, wahr ist. Hey Leute, ich bin's Fritz. Ihr seht's im Hintergrund. Ich bin unterwegs. Draußen regnet es. Es ist richtig düsteres Wetter. Passend für ein richtig Lost Place Abenteuer. Und wer ist diesmal wieder mit am Start? Bommel ist mit am Start. Ihr habt es euch auch gewünscht. Wir werden zusammen einen sehr, sehr krassen Lost Place besuchen. Nehmt euch wieder mit auf eine Reise ins Ungewisse. Und ich würde sagen, los geht's. Kompletter Urwald hier. Leute, willkommen im Untergrund und ich würde sagen, wir starten dieses sehr besondere kleine Abenteuer mit euch zusammen. Ihr seht es schon im Hintergrund, es wird richtig krass. Leute, ihr seht im Hintergrund mit meinem Diffusor, komme ich gar nicht bis ans Ende. Ich werde mal die Kappe abmachen und dann gucken, ob wir bis ans Ende leuchten können. Komplett krass nebelig, aber guckt euch das an. Geht's immer noch weiter da hinten. Ah, Leute, ich bin selbst wieder ein bisschen doller aufgeregt bei diesem kleinen Abenteuer, was uns hier erwartet. Denn die Anlagen sind einfach nur übertrieben krass. Ihr seht selbst, hier unten sind Bahngleise. Das heißt, wenn hier Bahngleise drin sind, könnt ihr euch schon mal vorstellen, was für eine Dimension das Ganze hier haben wird. Wenn alles klappt, erwarten uns bis zu 13 Kilometer, ihr habt richtig gehört, 13 Kilometer Stollensystem. Damit wir uns nicht verlaufen, haben wir auf dem Handy einen kleinen Lageplan, damit wir uns immer ein bisschen orientieren können. Und den gucke ich mir jetzt gleich nochmal an. Wir sind genau hier. Wollen wir uns das nochmal angucken? Weil das ist nur eine Biegung hier. Und hier gibt's in der Anlage so verschiedene Drucktore, die werdet ihr gleich sehen. Die waren dafür da, um die Anlage hier unten komplett abzuriegeln. Falls irgendwelche Angriffe, nuklear, atomar, was auch immer gab, wurde hier quasi alles hermetisch abgeriegelt. Hier oben auch komplette Belüftungsanlage. Und ich würde sagen, Bommel stellt sich mal einfach mal in das Tor, damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, wie groß es eigentlich ist. Und vor allem auch, wie dick. Drucktor von der, ich würde sagen von der Stärke her, was sind das? 40 cm? Ist das Vollstahl oder sind die hohl drin? Hier im Hintergrund seht ihr jetzt mal die komplette Anlage hier, Handbetrieb. TF2, TF1. Ich denke mal, dass das dieser Hebel hier ist. Da oben.
Alte Druckregler. Schau mal, TF1 und TF2. Das ist bestimmt zur Handsteuerung von beiden Toren. Weil hier steht eine 2 dran. Okay. Und da drüben steht die 1 dran. Und da ist die 2 dran. Ah, krass, stimmt. Also hier ist, genau, hier ist nur dieser Druckkolben. Ihr seht es ja hier in der Mitte. Na, hier wurde der so ein bisschen bewegt quasi. Und dann ging die unten raus und auch oben raus. Dort geht die komplette Technik lang, dort oben. Und hier die andere Seite. Und jetzt werden wir nochmal einen Blick in die Tiefe werfen. Ihr seht, es ist eine richtige Luftfeuchtigkeit hier drin. Dort hinten ist ein kleiner Gang, es geht einfach noch übelst lang weiter. Wir werden jetzt noch einen anderen Weg gehen. Wir wollten uns aber unbedingt dieses Tor hier mal angucken. Ah, okay. Hier auf der Rückseite war dann quasi die ganze Elektroanlage dafür. Hier auch irgendwas mit Druckluft. Ah, schaut mal hier. Transportanweisung. Fortluft nach oben. Ich denke mal, wir werden nachher auch noch einen krassen Einblick hoffentlich in die Lüftungsanlage dieses ganzen Systems hier kriegen. Die ganzen Lüftungskanäle, die hier durch diese ganze Anlage gehen, müssen ja auch irgendwo gefiltert werden. Abluft, Zuluft und so weiter. Wir sind wieder zurück auf den Bahnschienen. Hier drüben wieder Lüftungsrohre, die oben komplett lang gehen. Und wir werden natürlich auch noch Areale angucken, die jetzt nicht nur solche Schächte haben wie hier, sondern die halt wirklich dann das Herzstück sind der Bunkeranlage, aber das kommt alles noch. So, hier kommt jetzt das nächste Drucktor. Ihr seht es schon im Hintergrund. Und hier oben sind Spiegel. Moment, seht ihr ihn? Da ist der Spiegel. Und wollt ihr wissen, warum da ein Spiegel ist? Weil hier an der Seite ein kleines Häuschen ist. Und ich denke mal, dass man von da aus, gucken wir gleich rein, über den Spiegel das Tor beobachten konnte. Okay, hier ist noch eine Lüftungsanlage drin. Haupttaster, Tür öffnen, Tür schließen. Ah, okay, Notaus. Also von hier aus konnte man das Ganze beobachten. Und von hier aus sieht man natürlich auch den Spiegel. Ja, hier richtig mit Schlüssel. Nur der die Berechtigung hatte, durfte das. Vermutlich Notaus. Hier noch eine Lampe. So aus wie da hinten, also ein ja, nicht fertig ausgebauter. Und der andere sieht dann ähnlich aus wie hier im Hintergrund, beziehungsweise wie draußen gerade, der dann richtig mit Spritzbeton und Netzen und sowas versehen worden ist. Und das ist hier noch ein Altstollen. Ah, krass. Ah, jetzt raff ich's. Okay, Moment. Ich will das euch mal zeigen. Und zwar, wir stellen es mal in die Mitte. Und zwar seht ihr im Hintergrund, dass das so ein bisschen gemauert worden ist dort rum, da wo jetzt mein Lichtkegel lang geht. Und dort war früher mal ein kompletter Schacht, der reingeht. Das war da, wo wir gerade reingeguckt haben und der wurde jetzt nachträglich zugemauert. Und auf der anderen Seite gibt es diesen Eingang. Und ihr seht dort unten ein kleines Löchlein. Und zu diesem kleinen Löchlein gibt es eine sehr spannende Geschichte. Helm sind auch mit am Start, denn dort drin wird es gleich eventuell ein bisschen ungemütlich. Wer weiß, was da von der Decke kommen kann, deswegen Safety first. Special Agent B ist vorbereitet, die Batterien von der Kopflampe sind alle. Ja, gestern noch gecheckt halt, ne? So, noch als kleine Info. Ich habe hier meinen Dräger XAM 2000 mit. So ein Multifunktionsmessgerät. Das machen wir jetzt mal an. Das war einmal das Probesignal. Jetzt fährt er sich quasi hoch, rechnet alles durch. Wir haben hier ein sogenanntes Mehrgasmessgerät. Wird halt eingesetzt bei Rettungskräften, Feuerwehr halt oder in der Industrie halt zum Messen von
da sind in dem Fall. Wir haben einmal, na klar, den Sauerstoff als ganz Wichtiges. Wir haben den sogenannten Ex-Bereich, also hier jetzt genau die untere Explosionsgrenze. Und was haben wir noch? Wir haben Schwefelwasserstoff drin und wir haben Kohlenstoffmonoxid. Also das sind so die vier wichtigsten Sachen, die man eigentlich so in dem Bereich jetzt hier auch braucht. Wenn du reinpustest, was du eigentlich aber nicht machen sollst, dadurch, dass die Luftfeuchtigkeit halt mit reingeht, ist, dass der Sauerstoffgehalt runterfällt. Genau, also wenn ich jetzt hier theoretisch reinatme, müsste der Sauerstoffwert fallen und es müsste anfangen zu piepen. Korrekt. Dauert jetzt ein bisschen, muss natürlich arbeiten. Ja. So, schnell wieder aus hier. Zack. Und jetzt geht er wieder hoch. Wenn der Sauerstoff sinkt, kriegen wir das ja sonst nicht mit. Und deswegen haben wir das Gerät. Oder in Fachkreisen noch der Gerät genannt. Vor fast 30 Jahren wurde das gesamte Papiergeld der DDR, einschließlich der bis dahin noch nicht ausgegebenen neuen 200 und 500 Mark Banknoten, in zwei 300 Meter lange Stollen in der Anlage eingelagert. Insgesamt wurden etwa 3000 Tonnen im Wert von ca. 100 Milliarden Mark der DDR per Zug in den Untergrund gebracht. Das Geld wurde mit Kies überdeckt und sollte hinter Betonmauern und Stahltüren vor Diebstahl für die Ewigkeit gesichert verrotten. Ja, und als kleine Info, warum wir einen Helm tragen. Hier unten auf dem Boden liegen halt Steine. Okay, gut, wenn mir der auf den Kopf fällt, dann war es das wahrscheinlich eh. Aber auch hier an Seiten sind ganz viele kleine Steine, die halt eventuell von der Decke kommen können. Und das werdet ihr nachher auch noch krasser sehen. Deswegen einfach einen Helm auf. Vor ca. 20 Jahren gelang es zwei Männern, über einen ungesicherten Verbruch wiederholt in das Stollensystem einzudringen und zahlreiche Banknoten zu entwenden. Okay, da vorne kommt jetzt auf jeden Fall was Aufgeschüttetes. Ja, hier sieht man ganz schön, oben an der Decke. Und da kommt dann theoretisch teilweise, ich hoffe, das sieht man später nochmal, Spritzbeton drauf. Also jetzt ist es halt zum Halten der groben Gesteine, falls da was runterfällt, beziehungsweise der kleinen Steine. Diese Banknoten wurden an Sammler veräußert, aber das fiel irgendwann auf und die Männer wurden gefasst. Als das rauskam, wurden die Scheine abtransportiert und in einer Müllverbrennungsanlage verbrannt. Wenn ihr euch wundert, warum es immer wieder von dem Gerät piept im Laufe des Videos, das ist einfach als Probe, dass man weiß, dass das Gerät noch Batterien hat und alles. Deswegen gibt es irgendwie einmal die Minute oder so ein Probepiep. Boah, krass. Schau euch das im Hintergrund an. Und da oben gibt es irgendwie einen Schacht. Oh, schaut mal hier. Mein Atem. Hier sind irgendwelche Bretter drin. Ne, was ist das? Metall? Bommel hat gerade gesagt, dass das eventuell Verpackungsmaterial. Guck mal hier. Das sind doch Banderolen. Ja, hier liegt Geld. Leute, das ist quasi der Beweis. Hier, krass. Nice. Steht da drauf 500 Mark. 500 Markscheine und es ist sogar noch eine Unterschrift bzw. Stempel des. Ein. Mark des. Einzahlers. Stempel des Einzahlers. Das ist von Metallfäden. Ist das von dem Geld? Ja, das ist krass. Dieser Sicherheitsstreifen, ne? Genau, der Sicherheitsstreifen vom Geld. Vom Geld ist da noch krass, übrig. Der ist ja richtig. Das sind halt von den ganzen häuslichen Bündeln. Hier sind die Verpackungen von den Bündeln. Ja, da war das drin. Leute, das ist der Beweis, dass die Geschichte, die erstmal irgendwie ziemlich kurios klingt, wahr ist. 1 Milliarde in Banknoten lag einfach genau hier an dem Ort, an dem wir uns gerade befinden. Das ist irgendwie schon ein bisschen krank. Dieser Sicherheitsstreifen, die leuchten richtig. Der ganze Boden ist voll. Ihr müsst euch vorstellen, dass so ein Sicherheitsstreifen, wie ihr ihn seht, wahrscheinlich 500 Mark waren. Und der ganze Boden hier glitzert. Wenn ich das hier hochnehme, sind hier überall so Streifen drin. Boah.
Boah, hier liegen noch Scheine. Hier liegen noch Scheine, die ich euch zeigen kann. Moment, die stelle ich kurz ab. Ein Stück, was komplett gut erhalten ist, wo man theoretisch sogar noch was lesen kann. Was steht hier? Verkehr zu... mehr kann ich nicht lesen. Was mit C? Ich glaube, 10 Marken müssen das sein. Also hier waren auch andere Geldscheine, die gelagert wurden. Aber ich glaube, das waren Bündel 10-Mark-Scheine. Verschiedene Banderolen. Wenn hier Leute gefunden haben und hingelegt haben. Bommel hat gerade die Vermutung, dass die bewusst in dem noch da oben noch Geld versteckt haben. Noch ein, zwei Bündel da gelassen haben für Schatzjäger. Hier, guck mal, hier ist genauso noch. Das ist doch, hier war alles voller Geld. So, warum vergisst man dann plötzlich hier oben was rauszuholen? Spekulation, Leute. Vielleicht ist das Ganze auch hier eine Verschwörungstheorie. Wir wissen es nicht. Was krass wäre, wenn man so ein Päckchen findet, was einfach mal noch zu ist. Das war der erste Teil unserer Erkundung und es warten noch absolut krasse Sachen im Inneren der ganzen Anlage. Wenn ihr mehr von dieser Location und solchen Lost Place Videos sehen wollt, dann gebt einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Abenteuer.